Okay, ich sehe gerade, ich habe hier. Es kommt ein Auto. Scheiße. Moment. Ich habe hier den umgewandelten Tumblr-Tag. Ich weiß gar nicht, wer den ursprünglich gemacht hat. Ich habe den jetzt bei vielen gesehen, die ich abonniert habe. Sehe ich hier gerade, dass ich nur die Hälfte der Fragen beantwortet habe, dann mache ich den jetzt doch mal halb spontan. Das kann ich überhaupt spontan machen. Die erste Frage ist: Stell deinen iPod MP3-Player auf Shuffle. Auto. Und gib mir die ersten zwei Lieder. Ich habe keinen MP3-Player und auf dem Handy. Ich versuche erstmal, ob das hier bei iTunes auch geht, ob ich hier die Shuffle-Funktion finde. Wenn ich das nicht schnell finde, mache ich kurz mein Handy. Hier steht doch irgendwas. Zufällige Wiedergabe einschalten. Hört man das? Ja. Oh, so ist mich geil. Das ist von Malevolent Creation Doomsday X. Das ist Death Metal. Okay, muss man gleich mal anhören. Nächste ist. Brain Drill, Apocalyptic Feasting, das ist brutal Death Metal. Ja, ich habe auch noch viele andere Musikrichtungen hier, aber das waren nur die zwei zufälligen Lieder, beides Death Metal, komischerweise. Zweite Frage. Wenn du jede Person auf der Welt treffen könntest, für welche würdest du dich entscheiden? Da ist mir nichts eingefallen. Ich habe einfach mal Jackie Chan genannt, weil ich ihn ziemlich cool finde. Besonders seine ganzen Stunts, die sind echt mörderbrutal, was er da alles für Verletzungen auch sich eingeheimst hat. Da gibt es auch eine. Die 10 besten, oder 10 best. Jackie Chan Stunts. Einfach mal YouTube eingeben, das ist richtig geil. Das, was der so drauf hat, das ist richtig krass abartig. Teilweise ist einfach nur gestört und das hat alles geschafft. Da muss er schon eine ziemlich starke Psyche haben. Drittens, nimm dir ein Buch in der Nähe und gib mir Line 17 auf Seite 23. Was sieht er mich im Boxer schon? Hier gibt es keine Line 17 auf Seite 23. Die hier. Nimm ich mal die andere Seite. Ja, das muss ich den ganzen Satz nehmen. Am besten machen Sie sich hierzu ein paar Notizen, damit Sie Ihre Gewohnheiten deutlich vor Augen haben. Ja, sehr interessant. Das muss ich auf Klo. So, Teil 2. Ja, muss ich an diese Kamera rein. Woran denkst du am meisten? Das hat man schon in einem anderen Tag. Sage ich es einfach Sport. Fünftens. Hat jemals jemand ein Gedicht oder ein Lied über dich geschrieben? Nein. Ja, die Fragen sind teilweise in den Text auch auf weibliches. Nicht Publikum, sondern weibliche Videodreher und YouTuber ausgerichtet. Sechstens, hast du irgendwelche merkwürdigen Phobien? Das war auch schon im anderen Tag. Siebtens, was für eine Religion gehörst du an? Gar keine, aber ich bin halt relativ spirituell ausgerichtet,
auf Natur aus einfach. Bin vom Glauben her, bin ich gerade nicht mehr so sicher. Ich war auf jeden Fall immer Agnostiker, weil man einfach nicht aus einem vernünftigen Standpunkt heraus sagen kann, ob es einen Gott gibt oder nicht. Aus einem nicht vernünftigen Standpunkt, was ja nicht unbedingt schlecht ist, glaube ich, und habe auch persönliche Beweise, bin dann sozusagen Monotheist, was keine eigene Religion ist, sondern einfach nur ein Überbegriff. Und ansonsten, was man zur Spiritualität oder auch Religion im weitesten Sinne hinzufügen kann, aber nicht Religion im Sinne von Glaubenssätzen folgen, sondern Übereinstimmung gefunden haben und sich dann daran wiederfinden, ist Satanismus, aber mittlerweile nur noch zu 2/3. Da gibt es halt auch so Gebote, will ich jetzt aber auch erstmal nicht weiter drüber erzählen, vielleicht mache ich da auch noch Videos drüber, weil ich das ziemlich interessant finde. Und als zweites Buddhismus, wobei ich auch gehört habe, dass Hinduismus auch ziemlich interessant ist, aber im Buddhismus, obwohl ich mich nie aktiv mit beschäftigt habe, kann ich mich extrem damit identifizieren und andere Leute, die darüber reden, das habe ich auch alles so selber in mir selbst erfahren, ohne mich damit zu beschäftigen oder beschäftigt zu haben. Das finde ich dann immer sehr interessant und dann ist für mich auch so ein kleiner Beweis, dass es da eine Verbindung gibt, unabhängig davon, was in der real sichtbaren Welt zur Verfügung steht oder sichtbar ist, weil ich habe mir jetzt keine Bücher durchgelesen, auch allgemein nicht über Spiritualität, ich habe mir noch nie irgendwas durchgelesen. Vielleicht ein paar Mal halt Sachen angehört von anderen Leuten, um überhaupt zu wissen, dass sowas existiert. Aber wenn ich dann so Dinge höre, die ich noch nie irgendwo gelesen habe, aber dann weiß, dass ich die selber schon erfahren habe, genau so zu 100%, dann ist das für mich ein Beweis, dass es existiert und dass da eine Verbindung da ist zwischen Menschen, über das Urbewusstsein zum Beispiel. Halt irgendwo haben wir ja alle den gleichen Ursprung. Und wie das dann wirklich ist, das vermag die Wissenschaft einfach noch nicht zu ergründen, wobei die Quantenphysik da schon relativ weit ist. Vielleicht mache ich darüber auch ein Video, ich schreibe das mal kurz um. So viele interessante Themen. Ich habe auch noch die Themen hier Traumdeutung, luzides Träumen, Träume allgemein, Hochsensibilität, visuell räumliches Denken versus auditiv sequenzielles Denken, Hochbegabung, mehr ADHS, Sozialphobie, das sind die Sachen, die ich mir bisher noch aufgeschrieben habe. Könnt natürlich gerne noch weitere Vorschläge geben von den wenigen Zuschauern, die momentan hier existieren, ihre Existenz verkürzen durchs Anschauen meiner Videos oder auch verlängern, wer weiß. Was machst du draußen am liebsten? Das ist Frage 8 von 23. Sport. Oder sein. Sein. Einfach draußen sein. Genießen, die Natur genießen, genau. Allein schon den Wind, frische Luft zu atmen. Hier auf dem Land zumindest noch relativ frisch. Oder auch draußen in der Nacht die Sterne halt angucken. Ich sehe oft beim Joggen übrigens, in der Nacht beim Joggen übrigens oft hier nicht sehr Meteoriten, Asteroiden, ich bin mir da nie sicher, Sternschnuppen. Auf jeden Fall ein Bruchteil der Sekunde sind die immer da, kommen dann runter, verglühen direkt, haben dann aber halt den Schweif und es glüht so richtig, so brodelt so richtig dieser Stein halt und ist dann aber innerhalb von einer Viertelsekunde oder so wieder weg, aber ich sehe das dann sofort und das habe ich schon ziemlich häufig gesehen, bestimmt jetzt in diesem Jahr 10 Mal oder so. Was ist deine Lieblingsband? Ja, die Frage habe ich nicht im Voraus beantwortet. Es ändert sich. Momentan würde ich sagen, I wrestled the bear once. Frage 10. Glaubst du an Karma? Wenn ich das nicht tun würde, würde das komisch sein mit dem Buddhismus, dass ich daran
Also ich, ja, also ja. Was ist deine größte Schwäche, was ist deine größte Stärke? Habe ich auch keine Gedanken drum gemacht. Größte Schwäche. Größte auch noch. Schwächen habe ich einige, aber. Das fällt mir spontan nicht ein, was die größte. Dann würde ich was Falsches sagen. Dann ist er wahrscheinlich im Endeffekt nicht die größte. Größte Stärke. Ich habe keine Ahnung, ne? Frage 12. Wer ist denn Promi-Schwarm? Habe ich nicht. Wo es manchmal schon Leute gibt, die bekannter sind oder beziehungsweise in der Öffentlichkeit stehen, denen ich mich stark oder einfach nur zugeneigt fühle. Und manchmal auch, also momentan oder mittlerweile, nicht mehr als Schwarm oder sowas, aber früher schon. Weiß ich jetzt aber auch nicht mehr, wer das alles war. Ich habe keine Lust drüber nachzudenken jetzt. 13. Wie bewältigst du den Elbersport? Und nachdenken. Vielleicht auch Meditation, aber jetzt nicht in einem aktiven Maße. Momentan. Sammelst du irgendwas? Ja. Alte PC-Teile. Habe ich ziemlich viel von. Liegen auch random verteilt. Neben das Orangensaft. In meinem Zimmer rum. Das sind jetzt CPUs, Central Processing Units, Prozessoren, sozusagen ist das Herzstück eines jeden Rechners. Habe ich auch mehr. Das sind jetzt ein paar, die hier einfach so spontan rumfliegen. Muss ich jetzt scharf stellen. Von IBM zum Beispiel. Pentium 1 mit MMX, ja. Naja, ich habe auch schon ein paar ausgefallene, aber von IBM ist zum Beispiel relativ ausgefallen. Noch kurz was anderes zeigen. Das ist Arbeitsspeicher, RAM. Das ist eine Steckkarte fürs Mainboard für Festplatten. Hier sind die Anschlüsse für Festplatten, für neuere Festplatten. Eine Sache zeige ich noch, dann bin ich fertig. Eine Laptop-Festplatte. Ja. Und die andere Sache, die ich sammle, sind Sammelkarten. Und zwar Magic the Gathering. Mein Stuhl ist jetzt wieder ganz weit unten angekommen. Aber Magic the Gathering sammle ich eher nicht. Ich sammle die Decks, die ich mir daraus zusammenbastel. Aber damit will ich auch eher spielen und zocken. Das ist der Hauptgrund, aber ist halt ein Sammelkartenspiel. 15. Bist du zufrieden mit der Person, die du geworden bist? Ja, eigentlich schon, aber es geht halt immer weiter und ich befinde mich noch extrem am Anfang der Entwicklung. Also ich bin immer unzufrieden, weil das ist ja auch der Motor davon, ein bisschen besser zu werden. 16. Nenne ein Geräusch, das du hast und eins, was du liebst. Also ich rede gerade ein bisschen leiser schon eine Zeit lang, weil wir haben jetzt schon 5 Uhr morgens. Ich hatte heute nur 3 Stunden geschlafen und gestern auch nur 3 Stunden, weil ich halt meinen Rhythmus verbessern wollte. Aber es ist bei mir dann immer so, dass ich trotzdem immer nur 3 Stunden schlafe und trotzdem zur gleichen Zeit irgendwie erst müde bin. Nur, dass ich dann halt gleichzeitig den ganzen Tag über müde bin, noch weniger gebacken kriege und keinen Sport mehr machen kann, weil ich so müde bin. Voller Scheiß. Soll ich jetzt mal Zucker? Sechzehn. Nenne ein Geräusch, das du hast und eins, was du liebst. Ich hasse das Geräusch, wenn sich jemand anders die Zähne putzt. Das ist so wie bei, wenn jemand
Mit Kreide? Jedenfalls dieses Kratzen, ja genau, Kratzen an der Tafel. Da habe ich jetzt kein Problem mit, aber wenn nicht jemand anders die Zähne putzt, dann boah, stell mir. Nach dem ganzen Text bin ich schon ein bisschen fusselig geredet. Da stellen mir sich alle Nackenhaare auf. Ich habe da immer noch das Gefühl, dass meine Zähne davon kaputt gehen. Also nicht von dem Putzen selber, und wenn ich mir die selber putze, habe ich das Problem auch nicht. Aber wenn sich die jemand anders putzt, das hört sich immer so laut und brutal an. Das hat immer so weggekratzt wird von den Zähnen. Mag ich überhaupt nicht. Was ich noch hasse, ist das Geräusch von Autos, die immer vorbeifahren. Wenn man vom Teufel redet. Aber auch allgemein Autos. Sie sind einfach viel zu laut. Ich hasse Autos allgemein. Also, ich will jetzt keinen damit diskreditieren, der Auto fährt. Ich meine einfach nur, dass ich das Geräusch hasse und dass ich Autos allgemein hasse. Selber hab halt keins. Und was wollte ich dazu noch sagen? Ich wollte irgendwas noch dazu sagen. Was mir jetzt die ganze Zeit nicht einfällt. So Autos. Genau, ich finde das auch mal total lächerlich, irgendwie, wenn Autos vorbeifahren und man da drin dann die Person da einfach so rumsitzt, man die einfach so sitzen sieht. Das sieht irgendwie, finde ich, total lächerlich aus. Oder lustig zumindest. Ein Geräusch, was ich liebe, habe ich eigentlich nicht, aber das werden viele nicht kennen, einige vielleicht schon. Das nennt sich ASMR. Kann man auch mal gerne bei YouTube eingeben. Da werden so Dinge gemacht, dass man ziemlich leise redet. Also noch viel leiser als ich jetzt. Aber trotzdem halt so laut gemacht wird, dass es auf einer normalen Lautstärke gehört wird. Aber dieses leichte gedrückte Sprechen, was ich eigentlich gar nicht kann. Und dann irgendwie solche Sachen, die so leicht knistern. Irgendwelche Folien oder sowas, und die stimulieren bei manchen Leuten, dass das Gehirn, dass dann Hormon ausgeschüttet wird. Und das habe ich auch. Und ja, das beruhigt und befriedigt auch irgendwie, was halt stimuliert. Und das sind dann halt Geräusche, die ich sozusagen dann liebe. 17, glaubst du an Geister und Aliens? Also ich halte es nicht für ausgeschlossen. Da bin ich jetzt wieder relativ agnostisch. Keine Ahnung, also. Wobei ich eher dazu tendiere, dass es sie gibt, weil es auch mit der modernen Physik bewiesen ist, dass es sowas existiert, unmöglich ist. Die meisten wissen es noch nicht. Man muss mal nach Google nach. Also bis 4 Uhr fahren die Autos hier und um 5 Uhr fangen die wieder an zu fahren. Den ganzen Tag. Quantenverschränkung nennt sich das System oder das Konzept. Und das besagt im Groben, oder es wurde bewiesen, von zwei Teilchen, die räumlich getrennt sind, die Distanz ist da egal, bei Versuchen, wenn ein Teilchen beeinflusst wird, dass das andere Teilchen, ich glaube es waren Photonen oder so, ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, dass das andere Teilchen zeitgleich ohne jegliche Zeitverzögerung gleichermaßen reagiert habe, obwohl es keinen direkten Einfluss ersichtlich war. Und dann ist halt bei der Quantenverschränkung auch so, dass war das nochmal Teilchen, genau, wenn, nee, es gibt Artikel dazu von renommierten Quantenphysikern, die das beschrieben haben und auch gesagt haben, dass es dann möglich ist. Und dass es auch Berichte zu gibt, die wahrscheinlich sind. Aber mehr kann ich dazu jetzt leider auch nicht sagen. Jedenfalls ist es Quantenverschränkung oder Quantum Entanglement. 18. Streck deinen rechten Arm aus, was berührst du zuerst? Eine schwarze Wand. Mit der linken Hand.
Ja, ist ja auch Orangensaft, aber wenn er nicht da gewesen wäre, wäre das das hier gewesen. So. Das ist konzentriertes Vitamin D, das nehme ich im Winter. Ich bin auch sowieso nicht so oft draußen. Ja. Hat aber eine. Ist 1 Million Mal höher konzentriert als normale Vitamin D-Präparate, weil die erwiesenermaßen nicht funktionieren. Die kleinen Dosen. Ich könnte jetzt in eine Verschwörungstheorie eingehen, warum das so ist, aber nein. 18 war das gerade. 19, schnupper umher, was riechst du? Wie gesagt, meine Nase ist immer zu wegen Hauschuppallergie. 20, attraktivster Sänger des anderen Geschlechts. Da habe ich erstmal Female Metal Front Vocalists gegoogelt. Und ich kann mich ja nicht recht entscheiden, aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich sagen, ist die attraktivste davon von The Agonist. Keine Ahnung, wie die heißt. Ist auch Veganer. Ich glaube, das war Unterwurst kein Zufall, dass ich dann die ausgewählt habe. Unterwurst. 21. Hast du einen Führerschein? Nur wenn ja, hast du einen Unfall. Habe ich ja mit Fahrrad schon öfters gehabt. Und nie selbst verschuldet. Und mir wurden auch Fahrräder dann ersetzt teilweise. Da komme ich dann so mit 30 angedüst auf der linken Bürgersteigseite, weil die Straße für 100 erlaubt war und rechts kein Bürgersteig war. Und dann kommt da links einer raus und hat einfach nicht in meine Richtung geguckt. Ich war dann mit 30 Sachen unterwegs, kam von der Schule, 5 Jahre her. Ja, und bin ich halt da reingedonnert. Und einmal war das so, kam ich von der Party mit dem Fahrrad zurück, bin auch mit 30 Sachen gedüst, war halt nachts, ich hatte aber Licht an, kommt einer mit 80, 90 Sachen und will in eine Autobahnauffahrt reinfahren. Und hat mich einfach ignoriert und nicht gesehen, musste ich Vollbremsung machen, richtig fett von 30 km/h runter, vorne über und dann vor der Straße gedonnert. Ist mir halt nichts passiert, weil ich da schnelle Reaktionen, wie gesagt, habe, aber eine gute Intuition. Ist auch bewiesen, dass man meistens nicht auf den Kopf fällt. Und ja, dann wollte er direkt, hat er kurz angehalten, wollte direkt weiterfahren, habe ich dann halt noch hinten gegen die, wie heißt das, Schutzblech getreten. Ja. Das waren dann so Unfälle. 22. Der letzte Film, den du gesehen hast, also ich gucke eigentlich fast nie Filme, ich habe keine Ahnung. 23. Was ist die schlimmste Verletzung, die du je hattest? Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das Schlimmste war ein Schlüsselbeinbruch. Ich habe immer noch einen Titannagel hier drin im Schlüsselbein. Bin ich mit einem Quad gefahren. Und für motorisierte Dinger bin ich dann halt wieder zu ungeschickt und zu impulsiv. Und da habe ich mich dann mit 40 Sachen hingelegt. Bin ungefähr 2 Meter in die Höhe geflogen, dann halt. Das ging auch innerhalb von einer Sekunde oder zwei oder eine Sekunde oder so. Aber trotzdem hatte ich noch halt das Reaktionsvermögen und ja, das Vermögen allgemein, mich zu drehen und mich dann auf die Seite zu drehen, damit ich halt nicht mit dem Kopf aufschlage, sondern mit der Schulter. Und halt mit 40 km/h beschleunigt, dann erst nach oben 2 Meter und dann voll da drauf. Und da habe ich mich danach so gefühlt, irgendwas fühlt sich da komisch an. Ich saß noch so eine Stunde rum, mir ging es immer schlechter. Ja, war dann halt richtig fett durchgebrochen. Gibt es hier sonst noch Fragen? Nee, dann sehen wir uns zum nächsten Tag. 20 Minuten.